herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um meine Best and Worst Purchases aus 2022. Auch dabei ein paar Geschenke von meiner Familie, zum Beispiel eben zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Aber das erwähne ich dann später nochmal, wenn es um Detail um die Sachen geht. So viel schon mal vorweg. Es gab so ein wirkliches Worst Purchase, nicht wirklich in 2022 bei mir, denn ich habe alle Stücke noch, ich trage alle Stücke und mag alle Stücke. Manche vielleicht ein bisschen lieber wie andere, aber auf das gehe ich jetzt im folgenden Video ein. Ja, dann starten wir mal mit einer besonderen Überraschung von meiner Mama, die eigentlich für Weihnachten 21 noch gewesen wäre, aber leider ein bisschen spät kam, weil es sich um eine Sonderanfertigung handelt. Und zwar habe ich dieses wunderschöne Kreuz bekommen, mit Diamanten besetzt, auf der einen Seite voll besetzt, auf der anderen Seite sehr schlicht mit einem kleinen Stein drin. Ich trage es jeden Tag 24/7. Ich bin damit noch nie irgendwo hängen geblieben. Es passt zu allem. Also ich glaube, recht viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Das gehört definitiv zu den Best Purchases. Und ja, ich möchte es auf alle Fälle nicht mehr missen. Und ich glaube, ich würde mir echt leer oder komisch vorkommen, wenn ich es mal abnehmen würde. Ihr werdet schon merken, das ganze Jahr 22 war bei mir relativ schmucklastig. Einfach aus dem Grund, dass ich meine Schmuckwunschlisten gerne mal abarbeiten wollte und in so eine Art Jewelry Piece kommen, dass ich einfach mal einen Bereich abgeschlossen habe, wo ich sage, okay, hier bin ich jetzt fertig. Genau, deswegen auch das Kreuz direkt gefolgt von einer roten Tüte, was soll es anderes sein als Cartier natürlich. Und zwar habe ich dann schon sehr früh im Jahr selbst zugeschlagen bei dem Love Bracelet, aus dem schlichten Grund, dass wieder Gerüchte zu einer Preiserhöhung gab und ich das mittlerweile nicht mehr drauf ankommen lasse. Vor allem nicht, wenn ich mir sowieso sicher bin, dass ich mir was kaufe in den kommenden Wochen oder Monaten. Dann schlage ich lieber früher wie später zu, weil ein paar hundert Euro mehr zahlen muss nicht sein für denselben Artikel, nur dass man es ein paar Wochen später kauft. Das war dann ein sehr frühes From Me to Me Birthday Present. Ja, das Cartier Love Bracelet, was soll ich dazu sagen? Ich habe es ja in meinem letzten Schmuckvideo genauer vorgestellt. Also ich trage es jeden Tag 24/7. Ich glaube, ich habe es bislang vielleicht zweimal abgenommen, um es zu reinigen. That's it. Also definitiv auch Bereich Best Purchases. Dann ging es weiter, mal nicht mit Schmuck ausnahmsweise, sondern mit einer Hermes-Tüte bzw. Hermes-Box. Und ich habe da mal ein bisschen mich verleiten lassen und zu einem anderen Leder gegriffen, wo ich davor wirklich Bedenken hatte, wo ich auch sagen muss, es war definitiv eine super gute Entscheidung. Und zwar ist bei mir eingezogen die Hermes Mini Evelyn in Barenia Faubourg Leder in Fauve. Ja, Barenia Leder hat eben so seine Tücken, aber ich muss sagen, für mich persönlich ist es ein super gutes Leder, weil man jeden Kratzer einfach wieder easy rausbekommt. Dazu gibt es übrigens auch einen Short und zu der gesamten Tasche auch ein Unboxing mit kurzem Review. Das verlinke ich euch unter dem Video. Genau, also definitiv die Mini Evelyn auch zu den Best Purchases und ich bin wirklich positiv überrascht von dem Barenia Leder. Ja, auf eine Hermes ist dann sehr kurzfristig eine zweite Hermes gefolgt und zwar meine einzige Quota Bag, was ich in 2022 gekauft habe, aber dafür eine sehr besondere, die Kelly in Tricolor. Was soll ich dazu sagen? Ich habe zur Kelly jetzt erst ein Review gemacht. Sie ist natürlich super besonders, sie ist mega der Hingucker. Sie hat halt wirklich dieses einzige Manko, dass man, dadurch, dass sie sehr steif ist, wirklich schwer in die Tasche reinkommt. Also ich möchte sie jetzt nicht in die Kategorie Worst stecken, weil das wäre wirklich gemein. Vor allem hinsichtlich dessen, dass ich sie ja doch sehr oft trage und mich wirklich immer daran erfreue, wenn ich sie sehe. Aber man sollte es gesagt haben. Ich halte mich da jetzt mal so ein bisschen außen vor zwischen Best und Worst, aber ich würde sie auf alle Fälle nie hergeben. Also Kategorie wirklich Worst hatten wir, wie gesagt, eigentlich in 22 nicht. Ja, von der Kelly kommen wir dann nochmal zu anderen Hermes-Stücken und zwar zu den Royal Mocassins. Also hier sind wir schon eher Kategorie Worst, nicht weil sie nicht bequem sind, die sind super bequem, sind wie die Gucci Jordan, wirklich mega angenehm zu tragen. Allerdings haben diese wunderschönen roten Mokassins einen einzigen Nachteil, die sind innen gelb und die färben auf jedes Paar Socken ab, was man trägt und ich mag es eigentlich nicht ohne Socken in Schuhe zu stecken, das heißt ich habe immer entweder ganz dünne Feinstrumpfsöckchen oder eben so diese Sneaker-Ballerina-Socken an, die man halt nicht sieht,
aber dass ich sie halt drunter anhabe für mich persönlich, weil ich es einfach angenehmer finde. Und jedes Paar Socken ist danach gelb. Also das hat schon einige Paare gefressen, weil das ging dann zum Teil auch bei 60 Grad nicht mehr raus. Genau, sie sind mega bequem, aber das ist definitiv ein Manko. Deswegen auch hier schwanke ich so ein bisschen zwischen Best and Worst. Also ich würde sagen, wenn ich alle Einkäufe nehmen müsste, dann wären die am meisten Worst, eben aufgrund von dem, dass die innen so krass abfärben. Wo ich echt sagen muss, also bei MS hätte ich mir das nicht gedacht. Gut, aber ansonsten sind sie mega bequem. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Nicht, dass sich jemand auch sowas holt und sich danach denkt, ja, was ist das für Mist? Ja, dann geht es schon wieder weiter mit einem Schmuckstück. Und zwar habe ich von meiner Mama zum Geburtstag den Cartier Chasta Clou Ring bekommen. Ja, ich trage ihn auch täglich. Das Einzige, was man beim Chasta Clou wissen muss, man bleibt mit dem halt gerne mal hängen. Das ist genau wie mit dem Armband. Wobei ich sagen muss, mit dem Armband geht es mir viel schlimmer wie mit dem Ring. Also ich bin mit dem Ring noch nicht so oft hängen geblieben wie mit dem Armband. Aber man sollte hier halt aufpassen, vor allem wenn man eben einen Strick trägt, dass man sich eben seine Strickteile damit nicht ruiniert. Ansonsten für mich war es am Anfang schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil durch diesen Nagelkopf drückt der an dieser einen Stelle so ein bisschen, aber weiternehmen ist halt schwierig, weil sonst hält er irgendwann nicht mehr am Finger und rutscht runter. Genau, aber unterm Strich, also ich mag das Design super gerne, ich trage ihn auch wirklich jeden Tag, eben weil ich das Design so mag. Und die Optik und unterm Strich kriegt er trotzdem Best Purchase von mir, weil, wie gesagt, ich trage ihn täglich, ich mag ihn sehr gerne. Und ich hätte bei weitem jetzt keine Gedanken, dass ich irgendwie sage, boah, nee, den möchte ich wieder verkaufen oder so, also never ever. Genau, deswegen auch Kategorie Best Purchase. Und vielen Dank, liebe Mama, nochmal, ich feiere ihn. Dann bleiben wir auch gleich beim Cartier Haus sozusagen. Aber gehen mal weg von Schmuck und zwar zu Sonnenbrillen. Denn ich wollte schon immer mal ein Stück aus der Cartier Panthère Kollektion und habe wirklich auch lange mit den Schmuckstücken und mit mir gerungen, aber nichts gefunden, wo ich zu 100%ig gesagt habe, ja, das würde ich täglich tragen oder so oft tragen, dass es sich für mich irgendwie so kostperwehrmäßig ansatzweise auszahlt. Und die Pointer-Ringe sind jetzt zum Teil wirklich exorbitant teuer, so 30.000 Euro roundabout. Ja, nicht ganz meine Preiskategorie für Daily Rings, vor allem nicht für Goldringe. Deswegen wurde es eine Sonnenbrille und ich muss sagen, mit der Entscheidung bin ich super happy, denn eben durch diesen Pointer auf der Seite ist sie schon ein bisschen besonders, aber jetzt nicht so abgespaced, dass ich sie jetzt in 5 Jahren nicht mehr tragen würde und mir denke, boah, nee, das kann man ja nicht tragen mit 30 oder so. Also von dem her definitiv Best Purchase, weil das kann man auch mit 60 noch tragen und rockt es trotzdem. Genau, dann gefolgt von Cheezys. Ja, was soll ich sagen? Die Skandale oder der Skandal um Kanye West, schade, sehr schade. Also für mich ist dieser Kauf das letzte Paar gewesen. Nicht, weil ich die Schuhe nicht mag, aber sowas möchte ich auch nicht unterstützen. Das wäre jetzt genau wie Balenciaga. Ich will jetzt auch keine Balenciaga-Sachen kaufen, nach dem, was da zuletzt publik wurde. Genau, deswegen, also die Schuhe an sich super bequem. Ich mochte sie gerne oder mag alle meine Paare gerne, aber ich werde sie jetzt nicht mehr weiter unterstützen, weil ich finde, in sowas muss man nicht auch noch Geld reinstecken und das Ganze irgendwie ja, fördern damit oder die Person, die dahinter steht und teilweise Ansichten hat, wo man sich fragt, ja, was ist da falsch gelaufen? Sowas muss man, finde ich, nicht unterstützen. Deswegen bin ich da jetzt hin leider raus, aber genau, was ich habe, behalte ich, trage ich auch weiterhin und ja, schade. Aber gut, die Schuhe an sich können ja nichts dafür. Dann geht es weiter wieder mit einem Schmuckstück. Und zwar habe ich mir den Just a Clue Armreif dann noch geholt zu meinem Love Armreif und Just a Clue Ring. Genau, der hat dann mein Cartier-Set sozusagen vervollständigt. Ja, was soll ich sagen? Also zum Armreif und zu meinen allen Armreifen habe ich ja eh zuletzt ein Video gemacht, das verlinke ich euch nochmal. Hier eben beim Armreif ganz wichtig zu erwähnen, man bleibt wirklich gerne damit hängen, vor allem jetzt im Winter. Im Sommer ist es nicht so das Problem, aber eben im Winter mit Stricksachen und alles, was so eine gröbere Struktur hat im Stoff, ist schwierig. Ich habe mir damit auch schon den ein oder anderen Tweedblazer ruiniert. Also ja, bei Kategorie Best Worst wäre definitiv das Love Best und das Just a Clue Worst, aber jetzt nicht so Worst, dass ich sage, boah, ich trage es nicht mehr oder ich würde es wieder hergeben. Also ich trage es weiterhin. Ich weiß halt nur, ich muss super vorsichtig damit sein. Und es nimmt so ein bisschen die Freude beim Tragen, finde ich, wenn man halt immer weiß, oh, ich muss jetzt aufpassen.
Aber ja, vom Design her mag ich es nach wie vor super gerne. Und trage es, wie gesagt, auch deswegen jetzt auch nicht Kategorie Worst im Sinne von, oh nee, das muss schnell wieder weg. Aber wenn man es rankt, wäre es eher Kategorie Worst jetzt im Vergleich zu den anderen. Ja, dann ging es nochmal weiter mit einem Hermes-Einkauf. Und zwar mit den Echarri-Sandalen. Die habe ich so, so lange gejagt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, bis ich sie bekommen habe. Ja, nur um dann festzustellen, so bequem sind die jetzt irgendwie auch leider nicht, weil es ist ja kein Leder, sondern es ist so Gummi. Genau, braucht halt eine Zeit, aber kann man jetzt nicht so einlaufen wie Leder. Ja, also für Beach okay, aber da mit dem Urlaub jetzt den ganzen Tag durch die Stadt laufen, nee, sorry, da bin ich raus, beziehungsweise das sagen meine Füße dann nie, danke. Genau, deswegen jetzt die Echarri, also optisch ja, Beach ja, länger gehen damit, schwierig, deswegen auch eher Kategorie Worst. Aber für den Strand und für Pool behalte ich sie mir, weil dafür finde ich, sind sie gut und passen auch. Genau, und abgesehen davon ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dafür, dass es MS ist, bei den Echarri sehr gut. Dann ging es weiter mit einer limitierten Louis Vuitton-Edition, die dann in meine Limited-Sammlung einziehen durfte. Ja, super schönes Stück. Verwende ich jetzt nicht häufig, wie alle Limited Editions. Aber ich bin froh, dass es ergattern konnte, dass es in meiner Kollektion ist. Erfreue mich dran, wenn ich es sehe. Und ab und zu nehme ich es auch mal her. Deswegen auch Kategorie Best. Dann mein Highlight des Jahres, das Tennis-Bracelet, was ich mir selbst zu Weihnachten geholt habe. Ja, was soll ich dazu auch sagen? Also ich habe es ja auch in meinem letzten Schmuck- bzw. Bracelet-Video genauer thematisiert. Das ist ein 4-Karat-Tennis-Armband. Mehr war mir persönlich jetzt für den Alltag zu viel. Das war mir dann zu bling bling, zu offensiv, zu offensichtlich. Genau. Aber ich finde, so von der Größe her passt perfekt und macht für mich jetzt einfach, wie gesagt, meinen ganzen Armstack komplett. Also dahingehend bin ich auch durch. Ich habe kurz mal noch überlegt bezüglich Van Cleef, aber ich muss sagen, ich mag das mit diesen Gliedern nicht so gerne. Deswegen, genau. Ja, Tennis Bracelet definitiv Kategorie Best. Also trage ich jeden Tag, trage ich auch nachts. Super unkompliziert, wie Diamanten eben sind. Genau, da gibt es wirklich nichts daran auszusetzen und würde ich sogar an die Top 1 aus 2022 stellen. Ja, dann last but not least noch das Weihnachtsgeschenk von meinem Partner an mich. In diesem Fall halt kein Purchase, sondern eben das Weihnachtsgeschenk. Aber ich möchte es trotzdem mit aufnehmen, denn der Hermes-Gürtel gehört definitiv auch in die Kategorie Best Purchases bzw. Geschenke. Denn er ist einfach super alltagstauglich. Durch das Wendesystem kann man super gut mix and matchen, kann man wirklich um einzelne Riemen dann nur noch ergänzen oder vielleicht auch mal eine Schnalle, je nachdem, wie man es gerade kombinieren möchte. Und sich eben dann nach und nach eine riesen Bandbreite an Optionen aufbauen damit. Und abgesehen davon finde ich die Breite in 24 auch die perfekte Wahl, weil man den eben nicht nur in der Hose auf Hüfthöhe, sondern eben auch ganz easy mal über einem Strickkleid auf Taillenhöhe tragen kann, was ja mit den verschiedenen Größen durch die verschiedenen Löcher auch gut möglich ist. Und dadurch hat man eben viel mehr Variabilität, weil die breitere Variante mit 32 finde ich jetzt persönlich in der Taille schon ein bisschen too much. Bei dem Collier de Chien okay, weil der hat es einfach so an sich, dieses Statement-mäßige, aber den Constance würde ich jetzt nicht unbedingt auf Taillenhöhe tragen. Das ist für mich persönlich dann optisch nicht mehr so ansprechend. Deswegen hier 24 mm top und vor allem eben auch diese gemusterte Schnalle, denn da sieht man absolut keine Kratzer. Ja, meine Lieben, dann sind wir auch schon durch. Wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Produkten, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche die dann schnellstmöglich zu beantworten. Ansonsten bin ich schon gespannt, was 2022 bringt. Sehen wir dann ja im Video nächstes Jahr, wenn ich es wieder einsortiere im Best and Worst. Die anderen Videos, was jeweils zu den Sachen passen, verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Dann könnt ihr da nochmal genauere Informationen dazu finden. Und ansonsten alles Liebe und bis zum nächsten Mal.